Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Snow Gaming und heute spielen wir mal den Garagen-Tycoon. Oder Simulator, keine Ahnung wie man es nennen will. Enter sollen wir drücken, okay. Die Kamera bewegen Sie können die mit der Maus. Ach du Heilige. Bewegen mit WASD, Shift. Ah, hier kann man dann praktisch die Sachen auswählen. Virtueller Assistent. Halten Sie RPM gedrückt, um ein Hindernis zu bewegen. Was kann ich denn hier bewegen? Aha. Tab, so. Tabelle. Mit dem Tablet kannst du deine Werte verbessern, Dinge kaufen, nach neuen Aufträgen suchen und wertvolle Dinge versteigern. Ah, hier, okay. Um Ihre Bestellung aufzugeben, müssen Sie das Tablet öffnen und unter der Registrierkarte alle Bestellungen, die vorhandenen Bestellungen annehmen. Mal wo? Registrierkarte. Ist keine Registrierkarte. Na, das ist dumm. Egal. Ich drücke einfach mal Enter. Alle Aufträge haben ein bestimmtes Budget, eine Aufteilung und eine Beschreibung. Mit dem Budget können Sie die notwendigen Dinge für die Ausführung des Auftrags kaufen. Sie können das Budget der Bestellung nicht überschreiten. Okay. Befehl. Ah, hier, aktuelle Bestellung. Ah, werfen Sie alle Abfälle weg. Okay, machen wir. Wir machen einen Auftrag. Das ist so ähnlich auch wie Hausflipper, muss ich sagen, ne? Nur Hausflipper ist halt ein bisschen einfacher gemacht. Also hier in diesem Spiel muss ja schon sehr viele Dinge beachten. Aber hier gibt es auch eine richtige Story. Die gibt es bei Hausflipper so nicht. Ich glaube, bei Hausflipper 2 gibt es mittlerweile eine Story. Da haben die eine Story gemacht. Aber so... Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ist sonst eigentlich ganz geil. Also bis jetzt. Okay, Aufgabenpanel. In der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet sich Auftragsaufgaben. Sie müssen erfüllt werden, um den Auftrag abzuschließen. Okay. Für die Renovierung der Garage und die notwendigen Umgestaltungen können Sie verfügbare Spielerwaffen verwenden. Okay. Gehen wir jetzt hier erstmal in die Dingens rein. So. Okay. Neben der Erstellung von Aufgaben... Was von Aufgaben können Sie zusätzliche Gegenstände für die Umgebung kaufen und die Einrichtung nach Ihren Wünschen verändern? Ja, ich will jetzt hier erstmal die Sachen wegbringen. Dann mal, wo müssen... Ah, die müssen dahin, okay. So, hallo? Gib mir das, danke. Benutze E an der Mülltonne, um sie zu öffnen oder zu schließen. So, jetzt habe ich den geöffnet. Das heißt, man muss hier praktisch... Aha, okay. Müll. Verbiege Umrisse zeigen die Art des Gegenstands an. Rot, Müll. Gelb, beschädigte Struktur zur Zerstörung. Weiß, neutraler Gegenstand wie Möbel. Blau, antik zur Renovierung. Bei einigen Aufträgen können Sie auf Antiquitäten stoßen, die auf Auktion verkauft für die Dekoration der Garage verwendet und renoviert werden können. Durchsuchen Sie die Karte sorgfältig, denn Antiquitäten können versteckt sein. Okay. Sie können Antiquitäten sammeln, indem Sie sie anklicken. Sie werden dann im Inventar des gegen Garagentablets des Spielers verfügbar sein. Wählen Sie die Betonschleife aus und das Werkzeug des Spielers aus und halten Sie dann an der Wand gedrückt. Warte, was? Was soll ich auswählen? Betonschleifer. Hier, Betonschleifer, okay. An der Wand. Ah, der gesamte Schmutz und Staub auf dem Boden kann mit dem Staubsauger entfernt werden.
Ja, das weiß ich ja. Ich mache jetzt ja erstmal alles sauber. So, okay. So, erstmal der Müll hier. Ach Mann, ich will den Müll wegbringen. In dem über das Tablet zugängliche Laden können Sie Farbe, Einrichtungsgegenstände, bla bla bla. Weil die Wand abgeschliffen ist, können Sie sie streichen. Ja. Ich streiche jetzt hier aber gar nichts. Ich tue jetzt erstmal den Müll hier rein. So, was ist das denn hier? Anscheinend gehört es niemandem. Okay, das hier ist Müll. Ja, so ist mein Leben. Hier die ganze Zeit nur aufrollen. Aber ich finde es ein geiles Spiel bis jetzt. Also, ist auf jeden Fall geil. Würde ich auf jeden Fall so weiterspielen. Bis man halt irgendwann nicht mehr weiterspielen kann, weil das ist halt nicht die Vollversion von diesem Spiel. So, 5 Abfälle haben wir noch. Warum muss denn die Kiste hier weg? Wollen die die nicht haben? Packe ich mal dahin, so. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Ah, ich habe eine antike Dingsbums gefunden. Das hier ist auch Müll. Ah, ich habe alle Müllsachen jetzt. Es sieht aus wie so eine Knastbox, die ich gerade weggeworfen habe. Als wenn das so eine Garage wäre vom Knast. Und warum ist das eigentlich hier so abgesperrt, Junge? Als wenn hier so eine Leiche drin wäre. Aber man merkt, dass es ein bisschen ruckelt, das Spiel. Könnte aber tatsächlich auch einfach an mir liegen. Aber das ruckelt auch, also jetzt nicht nur in der Aufnahme so, sondern auch bei mir so ein bisschen. Nein, nicht umfallen. Oh, bleib stehen. So. Zwei von vier, hier sind noch nur so viele. Okay, wir müssen jetzt Folgendes machen. Einmal den Staubsauger. So. Zack. Okay. Scheiße, ich habe aufgehört außerdem. Ich würde jetzt sagen, wir machen die hier dahin. So. Ich kann den nicht nehmen, wieso nicht? Ah, jetzt. So. Mann. Okay, ich muss ihn mal kurz noch saugen. So. Jetzt einmal den Tisch da hinstellen. Zack. Leider schiebt man irgendwie auch die anderen Sachen weg, wenn die zu nah sind. Aber warum stehen jetzt hier noch Regale hinstellen? Hier sind doch nur drei. Da ist hier irgendwo drauf. Nee, hier sind nur drei Regale. Oder muss ich einkaufen? Ach egal, ich mache jetzt erstmal die Wände hier. Das kann ja was werden hier. Ich weiß auch nicht, warum man das hier so gerade machen muss. Man kann doch auch so streichen. Aber egal, das Spiel will, dass wir das schleifen, also machen wir es. Okay, so 100. 100. Ich glaube, wir müssen gleich echt noch ein Regal kaufen. Aber macht ja nichts.
Jetzt so. Okay, zack. Oha, warum können wir denn jetzt auf einmal so viel machen? Ein Level abbekommen oder so? Oder sind die Wände einfach so groß? Guck mal, wir können jetzt einfach so mehr, also so mehr Dingens machen. Das ist natürlich geil, ne? So, ich habe jetzt hier alles geschliffen. Müsste ich die Farbrolle nehmen. Ich brauche Farbe. Wände in jeder beliebigen Farbe streichen. Reinigen Sie den ganzen Staub. Ah, muss ich das ja auch aufsaugen jetzt. Das finde ich tatsächlich geil, weil das ist jetzt praktisch... Das ist jetzt praktisch gegen den Staub, weil ich das geschliffen habe. Das finde ich ja ein gutes Feature. Habe ich jetzt erledigt? Ja, ne? Einigen Sie den ganzen Staub. So, Wände in jeder jeder beliebigen Dingsbums. So, Geschäft. Wir machen, würde ich sagen, schwarz, oder? Gekauft. So, wo ist es jetzt? Da. Ah, jetzt weiß ich, wofür die Palette ist. Willkommen mit Farbe. Da muss man das hier zufällig öffnen. Nö. Ah, und jetzt kann man streichen, oder was? Ja, tatsächlich. Okay. Die Spatula wird verwendet, um die Farbe von der Wand zu kratzen. Wählen Sie einfach den... Was? Um die Farbe von der Wand zu kratzen, ja. Sie können mehrere Produkte auf einmal kaufen. Okay. Habe ich aber jetzt nicht vor. Muss ich jetzt ernsthaft bei jedem Mal... Ich muss wirklich jedes Mal eine neue Farbdings holen. Während der Ausführung des Auftrags kaufen Sie Dinge im Laden für Budget. In der Garage des Spielers können Sie mit Ihrem eigenen Geld einkaufen. Okay. Das heißt praktisch, man kriegt das Geld zurück. So denke ich das jetzt mal. Wenn Sie alle Aufgaben auf der Liste erledigt haben, können Sie die Bestellung abschließen, indem Sie auf das Tablet gehen und die Registerkarte Bestellung auswählen drücken. Nach Abschluss der Bestellung erhalten Sie die Bezahlung für die Aufgaben und kehren zu Ihrem Heimwerk statt zurück. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt lass mich hier weiter streichen. Endlich sind diese Kackdinger weg. So. Mechanische Ausrüstung anlegen. Was für eine mechanische Ausrüstung? Ich mache jetzt einfach eine Wand schwarz und dann war's das. Aber das sieht schon geil aus mit schwarz. Na, ich will mal kurz gucken. Fehl. Ah, hier kann man dann... Aber man kann es gar nicht beenden. Man muss wirklich alle machen. Gut. Ja, dann weiß ich ja Bescheid, was ich zu tun habe. Aber ich verstehe nicht, was für mechanische Ausrüstung... Ist die auch noch leer? Jetzt kann man die in den Müll schmeißen, oder? Tatsächlich. Das finde ich cool gemacht. So, Mobilisierung. Ich guck mal kurz, was sie hier mit Dingens meinen. Ah, hier, mechanische Ausrüstung. Da brauche ich zwei von, ne? Oder? Stimmt das jetzt? Anlegen. Aber was meinen die mit anlegen? Wo ist denn jetzt die? Ah, hier. Einfach hier reinlegen, oder was? Ey.
Naja, es fliegt ja wieder runter. Mechanische Ausrüstung anlegen. Mechanische Ausrüstung anlegen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was sie mit... Also, ich weiß jetzt nicht, was er meint. Aber Leute, ich würde auch sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.